Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg. So, da ist unser Güterzug, der sämtliche Bahnhöfe anläuft. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen noch eine Tränenfieber-Gedenkansicht machen. Allerdings vielleicht nicht gerade hier, sondern ja, bei eher exponierten Stellen. Jetzt haben wir die Frage, welche sind die exponierten Stellen? Wir gucken mal, wo wir den Zug gerade mal finden. Hier hinten in Oberböser. Nee, das ist eigentlich ist das Käse so. Wir müssen das anders machen. Wie machen wir das denn am besten? Am besten würde ich sagen, wäre, wir nehmen mal schnell die Linie. Das wäre hier. Machen hier Uni. Nee, haben wir ja schon. Und machen die mal alle auf und gucken, wo sie sind. Das ist wahrscheinlich einfacher. Okay, der ist hier Bahnhof Ehrenberg. Wir müssen die mal schön verteilen. Die warten ja freie Wege. Das ist okay. Solange sie nicht ewig warten. Und da nicht irgendwas nicht stimmt, das werden wir rausfinden. Haben wir jemanden, der hier irgendwie gerade an einer exponierten Stelle wäre? Wie Nebengleis. Wir gehen mal gucken. Ja, jetzt sehen wir natürlich. Ja, das ist ja. Okay, nee, das bringt so irgendwie auch nichts. Dann sehen wir vor lauter Bäumen den Wald nicht. Wäre zwar schön, jetzt hier zuzugucken, wir müssen es anders machen. Aber wenn wir jetzt hier sowieso gerade Kandidaten haben, die ja doch länger stehen, möchte ich schnell schauen, warum die stehen. Weil die sollen nicht stehen. Aber wir machen die mal hier rauf und dann gucken wir hier natürlich trotzdem. Ich sehe schon, das ist gar nicht so einfach. Wenn man nicht mit dem Zug mitfährt, ist es eher schwierig, das Ganze hier in der Tränenfieberansicht zu sehen. Wobei, das könnte man eigentlich so machen. Ja, dann haben wir die Fenster halt trotzdem. Aber okay. Hier wollte ich eh mit den vielen Brücken, genau, dass wir uns das mal kurz ansehen können. Ja. Ist aber halt mit den Fenstern offen, ist halt die Performance auch Käse. Wir gehen mal gucken. Also der fährt... Das haben wir gesehen und die fahren nicht. Und die fahren relativ verdächtig lange nicht. Was habt ihr denn für ein Problemchen, Alt-Gallo? Wir gehen mal schauen. Oder du möchtest nach Alt-Gallo. Du bist hier definitiv in München. Ne, in Stuttgart. Aha, aha, aha. Wir rufen mal die Linie auf. Zack, die geht hier lang. Hier rüber, hier rüber. Jetzt hat hier wieder dieser Knotenpunkt. Oh, die stehen auch. Aha, aha, aha. Okay, hier haben wir tatsächlich einen Fehler drin. Dieses Signal hier, das darf nicht sein, weil der Zug, der hier steht, blockiert natürlich die anderen. Okay, oh Gott, wie lange haben wir das denn schon? Das kann doch nicht lange sein. Wir haben hier ja erst gerade gebaut. So, Signal weg, dann kannst du fahren. Okay, der geht darüber. Ja, jetzt fährt er durch. Das ist auch okay. Das ist ja das Gute an Transportfieber, dass das Spiel das merkt, wenn etwas nicht stimmt. Und dann kann ein Zug auch mal durch einen anderen durchfahren. Machen wir hier zu. Welcher ist das hier? Das ist der hier oben. Machen wir auch zu, weil der müsste dann eigentlich fahren können. Eigentlich. Zumindest bis zum nächsten Signal. Er steht noch. Du kannst eigentlich fahren, Kollege. Drehen, drehen. Okay, weiter möchte er nicht. Aus irgendeinem Grund. Dafür fahren die jetzt hier wieder. Das heißt, da ist der Knoten gelöst worden. Hier hat er sich wahrscheinlich nicht gelöst. Bist du irgendwie falsch? Das könnte euch auch sein. Nee, du bist hier eigentlich komplett richtig. Das ist ja zweigleisig. Warum fährst du denn nicht? Bis nach da vorne müsstest du doch können. Haben wir hier kein Signal? Da wäre eigentlich noch ein Signal relativ gut. Wisst ihr was? Da machen wir mal noch eins auf der Seite. Weil da geht es nur ins Depot rein. Zack, okay. Und jetzt setzt er sich in Gang. Jawohl, jetzt setzt er sich in Gang. Dann können wir mal gucken. Da haben wir nämlich ein Signal. Dann stimmt das alles so definitiv. So, sagen wir gerade mal. Moment, wir machen das mal folgendermaßen. Dass wir da schnell einsteigen. Nein, falscher Zug. So, jetzt. Zumachen wollte ich. Okay, und hat möchte ich auch noch schnell weghaben. So, damit wir hier wirklich die komplette Tränenfieber-Gedenkansicht haben. Nett, wie er sich hier reinschlängelt. In Frankfurt werden wir auch gleich noch gucken, ganz klar. Da müssen wir definitiv noch hin. So, jetzt ist halt leider kein anderer hier gerade zugange. Aber das werden wir in Frankfurt haben, dass da relativ viel los ist. Okay, wir gehen mal raus und ab nach Frankfurt. Das können wir ohne Hart machen, brauchen wir nicht. Haben wir hier auch irgendwo gerade einen von diesen Kollegen unterwegs. Mal gucken hier hinten. Im Güterbahnhof drin. Es dürfte natürlich auch gerade ein Zug sein, der hier daherkommt. Und siehe da, da haben wir doch einen. Gleich mal einsteigen, zumachen.
und gucken. Ja, jetzt haben wir genau den Effekt. Da sind ein paar Züge mehr unterwegs. Nicht gerade massiv. Ich glaube, da hinten ist dann eher jeweils das Rudel. Wir warten mal hier. So, machen hier wieder zu. Und gucken uns das mal hier aus sicherer Entfernung an. Ja, hier nutzen wir halt gemeinsames Gleis. Das geht gar nicht anders, als dass wir hier warten müssen. Weil der hat Vortritt. Der arbeitet sozusagen richtig, während wir eher Showverkehr sind. Wobei, der fährt hier eh durch. Oder hat er schon geladen? Wahrscheinlich hat er schon geladen. Aber eh nicht. Ja, jetzt kommen sie, die Züge. Da links noch der Panzerzug und ganz links Feuerwehr und Lastwagen. Die sind hier natürlich alle auch zugange. Und wenn man hier hinten guckt, ja, hier fährt es eigentlich auch. Da kann man sich nicht beklagen. Setzen wir uns gleich wieder in Gang. Jawohl, wir setzen uns in Gang. Schaut euch das mal an. Hey, das ist ein bisschen wie die Ameisen. Die haben zwar keine Räder, die Viecher, aber ja, die kommen auch immer in Scharen. Da hinten noch der Hybrid. So, muss mit der Maus irgendwo hin verschwinden können. Wow, das ist ein Bild. Okay, das hat sich schon gelohnt, allein wegen diesem Bild, würde ich sagen. Dass wir hier mal noch kurz die Trailfieber-Gedenkansicht anwerfen. Das war, glaube ich, keine schlechte Idee. Hier mit der schönen Skyline. Ja, das ist halt tatsächlich einfach überall Bewegung. Herrlich. Wenn man hier guckt, da kommen schon die Nächsten, während die hier reinfahren. Und hier haben wir noch ein Gleis. Wisst ihr was? Das machen wir noch schnell fertig. Ganz kurz raus hier. Moment. Ich mache Pause, sobald ich mein HUD wieder habe. Damit wir dann noch gucken können, wie er rausfährt. Aber im Prinzip wäre der Bahnhof plus minus fertig, wenn hier noch ein Signal. Hier noch eine Schiene wäre. Deswegen ziehen wir die mal noch nach da vorne. Die ziehen wir aber gleich ganz durch. Machen die Weiche ein bisschen weiter vorn. Muss mal gucken. Ja, beim Tunnel oder vor dem Tunnel dann. Oh, geht das gar nicht? Komme ich hier nicht unten durch? Interessant. Mal gucken, ob das nicht klappt. Ne, da ist irgendwas im Weg. Okay, ist aber egal. Dann gibt es die Weiche eben hier unten, würde ich sagen, wenn das noch funktioniert. Kollision? Doch, es klappt. Zack, gekauft. Zusammenhängen. Und dann haben wir das auch. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Gleise angeschlossen. Das heißt, hier werden wir dann demnächst mal malen können. Weil, das habe ich natürlich tatsächlich wieder vergessen, dass ich die Züge, die Züge möchte ich nicht bemalen. Sondern, dass wir eben die Bahnhöfe noch nach und nach bemalen. So, einmal diesen hier. Und dann laufen lassen. Und hat wieder weg. So, und dann sehen wir hier die Ausfahrt. Wie da links überall. Oh, überall sind Züge. Ja, ich kann meine Freude nicht unterdrücken. Tut mir leid, aber ich finde das sensationell. Sowas habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Weil man normalerweise eben, ja, wenn man wirtschaftlich spielt, das gar nicht so machen kann. Wow, die vielen Züge. Einfach nur cool. Gleich mal kurz stehen bleiben. Ja, da muss man sich jetzt einfach mal einen Moment die Zeit nehmen. Und einfach mal gucken. Heißt, es rennt nichts davon. Wir werden gleich zum nächsten Thema kommen. Aber wenn schon so viele Züge unterwegs sind. Nur, ich fürchte, die haben schon wieder keinen Sound mehr. Kann das sein? Das waren schon wieder zu viele Züge für das Spiel. So, jetzt ist die Dampflokomotive auch wieder zu hören. Ja, das ist schon eine Killerstadt. Also Frankfurt ist tatsächlich, ja, wahrscheinlich die extremste aller Metropolen, was den Fahrverkehr angeht. Natürlich auch, was die Stadt selber angeht, hier mit diesen Hochhäusern. Der ICE fährt hier noch durch, genau, und hier die ganzen Güterzüge. Sehr nett. Bemalen wollten wir das Ganze. Aber ich würde sagen, hier haben wir eh schon gemalt. Der Güterbahnhof fehlt noch und hier vorne dieser Bereich. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zuerst mal zu diesem Städtchen. Keine Angst, der Betriebshof kommt auch noch, das Betriebswerk. Aber hier. Hier haben wir nämlich tatsächlich nur eine einzige Linie drin. Nein, zwei jetzt neuerdings. Moment, ich brauche vielleicht meinen HUD wieder, sonst funktioniert das nicht wirklich. So, zwei, nämlich die neue und die hier. Was machen die? Die bringen, glaube ich, Baumaterial. Jawohl. Das heißt, die haben ja nicht mal was zu futtern, die Leute. Na, jetzt mal schnell schauen. Wo haben wir denn irgendwie eine Fabrik? Wir haben doch hier oben irgendwo eine Fabrik. Ach so, da müsste ich das hier kurz anwerfen. Ja, hier haben wir eine Lebensmittelfabrik. Man sieht, hier liegt auch einiges rum. Unter anderem für die Universallinie, okay. Aber da kommen so viele Züge, das werden wir schon abtransportieren können.
Ich hoffe nur, dass jetzt die Universallinie denen nichts wegnimmt. Das wäre schade. Aber eben, wir spielen ja sowieso unwirtschaftlich, ist eigentlich nicht ganz so wichtig. Wenn wir von hier noch ein Gleis ziehen, dann müssen wir halt noch mal kurz bauen. Aber ja, deswegen bin ich eigentlich auch hier, dass wir noch ein bisschen bauen. Nach Ehrenberg hoch. Das müsste eigentlich relativ einfach gehen. Und zwar, wir schnappen uns mal, beziehungsweise guck mal, die fahren ja eh in die Richtung. Könntet ihr noch mal ein, zwei Züge vertragen hier? Ich denke mal ja. Das heißt, wir könnten hier Folgendes machen, wenn ich hier die Linien mal aufrufe. Mit dir da rein und dann könnten wir da, oder wir gehen hier rein. Beziehungsweise raus. Ist eigentlich egal. Wir machen hier eine Weiche. Dann haben wir hier wieder ein zusätzliches Gleis. Ich würde das glatt so machen. Sprich, zack, hier rüber und hier rein. Da ging es gerade. Dann nehmen wir das auch. Gehen hier so lang, beziehungsweise das machen wir von hier aus. Funktioniert dann irgendwie besser. Zack. Und hier noch diesen. Und dann bräuchte nur hier noch eine Weiche. Ja, das funktioniert sogar. Keine Ahnung, ob eine X-Weiche sogar noch funktioniert. Na, jawohl, tatsächlich. Sehr schön. Okay, dann können wir hier rein. Begleiten die dann hier. Begleiten die nach hier unten. Und hier können wir sogar schon rüber wechseln. Dass wir in dieses Gleis gehen. Jetzt kann ich hier auch zumachen und dann wären wir in diesem Gleis. Hier fahren wir aber nur durch. Denn hier geht es dann rüber. Aha, das funktioniert sogar mit einem Bahnübergang. Gibt dann aber irgendwie so ein Gewelle. Deswegen machen wir das anders. Wir kappen mal kurz die Straße. Okay, das hat geklappt, dass der da weggeht. Nicht, dass wir den sozusagen ausgrenzen und der dann nicht mehr weiterkommt. Wir machen mal die langsamen Gleise. Wo waren wir? Hier. Dass wir hier rausgehen. Und dann geht es auf eine Brücke. Entweder wir gehen hier ran. Dann haben wir hier eine breitere Brücke. Und gehen dann da in den Berg rein. Oder wir gehen meinetwegen irgendwo hier rüber. Und gehen um den Berg rum. So wie die Gleise das machen. Ich würde sagen, wir gehen um den Berg rum. Dann haben wir ein bisschen mehr Strecke. Das ist eigentlich schöner, wie jetzt nochmal ein Tunnel durch den Berg durch. Dann können wir aber auch zuerst in die Richtung gehen und da andocken. So, machen wir eine schöne Strecke statt eine schnelle. Ist ja eh sowieso wieder ein Güterzug und da müssen wir danach dann dringend mal zum Thema Personenzüge zurückkehren, sonst haben wir für meinen Geschmack dann zu viele Güterzüge gesehen. Ab und an müssen dann auch mal wieder die Personenzüge drankommen. So, ich versuche es mal aus der Richtung, das müsste eigentlich einfacher gehen. Okay, wir gehen da nicht in dieses Gleis rein. Was ist das eigentlich für ein Zug? Das ist verdächtig. Das ist nur ein Gleis. Das ist je nachdem wahrscheinlich sogar einer von den Monsterzügen. Ich gucke mal, bevor ich es baue. Das haben wir ja schnell wieder hingestellt. Ja, das sieht man schon. Das sind die Monsterzüge. Also da gehen wir definitiv nicht ins Gleis rein. Okay, mal mitnehmen. Was blinkt da oben? Das werde ich auch gleich gucken. Ist das wieder irgendwie eine Fabrik, die nicht richtig will? Aha, das ist das, was wir gerade gekappt haben. Und hier haben wir ein Problem. Baumaterial zu liefern, konnte nicht alle Haltestellen verbinden. Was ist das denn jetzt hier Interessantes? Cargo Airport Wien, das ist eine steinalte Linie. Wo ist die denn? Die müsste ja eh irgendwo hier unten sein. Wo haben wir denn die Linie? Da muss ich nachher schnell gucken. Finde ich interessant. Oder haben wir hier irgendwas gekappt? Ich glaube nicht. Moment, das ist doch der hier. Der Zug. Baumaterial Stuttgart, nein, doch nicht. Ist es der Zug? Baumaterial Köln. Nein, ist es auch nicht. Okay, irgendeiner ist es. Wir werden es gleich rausfinden. Kann aber eigentlich nichts damit zu tun haben, was wir jetzt hier gerade machen. Wenn man es genau nimmt. Okay, wir haben da noch einen Durchgang. Wenn wir ein drittes Gleis machen. Ja, ändert sich daran nichts. Deswegen machen wir das. Hängen das da rein. Und dann sind wir eh schon auf der anderen Seite. Und jetzt würden wir hier gerne so eine Kurve haben. So, perfekt. Okay, passt schon. Jetzt müssen wir aber schnell gucken wegen dieser einen Linie, die hier ein Problem hat. Nochmal aufmachen. Mal diesen hier. Ja, die ist natürlich nicht eingezeichnet. Wir können ja mal gucken, ob er sie automatisch... Nee, geht nicht. Konnte nicht alle Haltestellen verbinden. Wo ist denn diese Linie? Ach, das sind die. Okay, alles klar. Das hat mit dieser Straße zu tun. Erstens ist hier... Ja, alles klar. Ich dachte, es ist ein Zug. Erstens ist natürlich die Verbindung von diesen beiden Städten getrennt worden, die Hauptverbindung. Und zweitens, hier fahren noch diese Lastwagen, die eben auch nicht mehr da lang kommen. Also sobald wir die Straße repariert haben, wird das alles wieder weg sein.
Deswegen würde ich sagen, ihr kriegt die Straße zurück. Jetzt muss ich aber eine vernünftige Straße finden. Das ist immer so eine Sache. Bei den vielen Mods, die wir hier so haben. Einfach wieder hier rüber. Warum nicht? Aber nicht mit der Straße. Auch nicht mit der. Das sollte schon irgendwie eine sein, die in irgendeiner Form passt. Wenn da noch weitere Gleise rausgehen, können wir da wieder kappen. Das ist kein Thema. Wie schnell bist du? 50 km/h. Ich hätte halt schon gerne eine, die irgendwie plus minus ähnlich aussieht. Die sieht jetzt zwar nicht ähnlich aus, aber die ist okay. Weil im Bereich dieses Bahnhofs darf es auch eine andere Straße haben. Okay. Ja, weil hier wird sowieso nochmal modifiziert, sobald hier die Gleise dann auch noch rausgehen. Okay, und schon ist die Meldung weg. Wir können wieder laufen lassen. Düsen nachher hinten. Und düsen mal in Richtung nach da oben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich so zufrieden bin mit der Idee, dass wir hier langsames Gleis nehmen. Das dürfte nämlich auch ein schnellerer Zug sein eigentlich. Aber das haben wir sonst relativ schnell modifiziert. Und ich möchte jetzt hier, wenn es irgendwie geht, nicht in den Tunnel rein. Wird eher schwierig, aber wir können es ja mal testen. Und dann wollen wir da ans Gleis ran oder wollen wir was Eigenes? Wir wollen, glaube ich, was Eigenes. Wir wollen hier hoch. Wir müssen hier irgendwie unter dieser Brücke durchkommen und dann hier da rein. Das heißt, wir gehen hier unten durch und versuchen da die Höhe zu gewinnen. Also müssen wir möglichst links eigentlich daher kommen. Wir könnten sogar hier daher. Das würde heißen, wir machen dann da eine Kurve. Also ich baue das mal. Jetzt wird es halt wahrscheinlich doch dann irgendwie in den Tunnel reingehen. Dann kommen wir hier wieder raus. Ja, das ist ein kurzes Tunnel. Das lassen wir so mal. Okay, zweites Gleis mitnehmen, damit wir das schon mal dabei haben. So, hier rein. Hier schnappen, hier wieder raus. Und jetzt einfach nach da oben. Irgendwie so lang. Jetzt mache ich das, glaube ich, mal mit einem Gleis zuerst. Bevor wir hier irgendwie zweigleisig rumbasteln und das nicht funktioniert, ist es wahrscheinlich besser, ich teste mal mit einem Gleis, ob es klappt. Also plus minus so und dann zu einer ordentlichen Kurve ansetzen und Höhe gewinnen. Höhe gewinnen wäre hier. Okay. Ja, das würde funktionieren. Wir kommen da aber niemals hoch. Jetzt geht das wieder los. Wir werden nie von hier nach da oben kommen. Never, never, never. Das können wir uns abschminken. Gut, ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, geht es dann doch nicht. Wir machen das von hier aus. Das ist natürlich einfacher. Wenn wir das Gleis hier rausziehen und hier runter gehen, dann sehen wir nämlich, wo wir dann tatsächlich hier unten auch rauskämen, nämlich gar nirgends. Wir müssen hier mit der Brücke rüber. Wir müssen das so machen und dann im Prinzip zurück. Ja, ist am schlauesten, weil ja, wir können da nicht viel ändern dran. Das ist ja auch so eine Linie, die nur in eine Richtung fährt. Wir können nicht, die muss hier rein, da raus. Ja, eben, wir können da nicht den Bahnsteig wechseln. Also wir müssen das so bauen. Oder wir bauen das höher. Muss mal gucken, funktioniert das? Dass wir im Prinzip dann hier rüber gehen würden. Würde soweit klappen, sieht aber nicht aus. Also das gefällt mir nicht. Nee, das sieht tatsächlich nach nichts aus. Wir gehen runter. Und hier rüber. Jetzt bin ich wieder zu weit unten. Ich muss nochmal eins in die Höhe. Und dann werden wir hier eine Kurve machen. Das heißt, wir haben hier eine relativ steile Anlaufskurve sozusagen bis zum Bahnhof. Machen wir mal so und dann zurück. Da ist das Gleis. Dann können wir es eigentlich auch so machen. So, und jetzt gucken, ob wir vielleicht sogar reinkommen. Jawohl. Ist das das richtige Gleis? Wir haben hier das rechte. Dann hätten wir hier links ein Gleis. Jawohl, das wäre sogar das richtige. Machen wir das mal. Und dann haben wir die Strecke schon. Dann können wir gleich den Zug kaufen, gleich mitfahren. Und dann haben wir das auch schon. Dann haben die hier Nahrung. Ich würde sagen, wir gucken dann sicher noch, dass sie auch noch was anderes kriegen. Aber vielleicht jetzt nicht gleich im Anschluss, weil ich habe gesagt, ich möchte jetzt auch noch was mit Personenzügen wieder mal machen. Deswegen werden wir das verschieben, dass wir hier nochmal was weiteres machen. Haben wir hier eine Weiche, dass wir irgendwie auswählen könnten? Haben wir hier mal eine? Na, müsste doch eigentlich klappen. Wenn das Spiel wüsste, was ich möchte, dann würde es wahrscheinlich funktionieren, dass wir eine Weiche machen. Ne, irgendwie nicht, aber die Sachen, also die Gleise sind doch schon eigentlich zusammen. Rückenpfeiler-Kollision. Okay, muss ja auch nicht unbedingt da sein. Wir können auch mal hier gucken. Ja, hier geht's. Ob das dann auch mit X-Weiche geht? Naja. Nein.
Ist das überhaupt eine Weiche, was ich jetzt da gebaut habe? Ich muss mal gucken. Doch, ist eine Weiche. Okay, jetzt müssen wir von hier noch hier rüber. Und das funktioniert eigentlich auch. Gut, hätten wir. Machen wir doch glatt die Linie. Ich habe noch eine bestimmte Lokomotive. Als Idee, die ist ganz neu, ist eine Mod. Die möchte ich hier eigentlich benutzen. Die Frage ist, ob das funktioniert. Also das wird schon funktionieren. Die Frage ist eher, ja, die fährt halt nur mit 100 km/h. Aber ich glaube, das müsste trotzdem klappen. Oh, irgendwie fällt mir auf, dass es in letzter Zeit wieder länger dauert, wenn man Bahnsteige zuweist, beziehungsweise wenn man eine Linie einträgt. Das ist komisch. Da würde ich darauf tippen, dass man eben im Prinzip hier die Bahnsteige abschließen müsste. Nur das können wir ja nicht. Das geht nicht mehr. Das ist vorbei seit dem letzten Patch. Ist ein bisschen komisch. Aber gut, es ist halt wie es ist. Das ist auf alle Fälle jetzt mal Food für Ehrenberg. Okay, haben wir. Wenn wir jetzt hier gucken, die Linie, die passt auch. Jetzt werden wir aber noch schnell schauen, wegen den Signalen. Die hier passen ja. Okay, hier ebenfalls. Und hier geht es dann raus. Beziehungsweise, ja, hier schlängelt er sich rum. Okay, wir bräuchten die Signale. Haben wir hier. Nehmen wir mal dich hier. Gucken nochmal. Wenn ich hier rauszoome, wo sind denn jetzt die Signale hingekommen? Da sind sie. So, machen wir das so. Okay, hier ein Signal, da ein zweites. Hier nochmal ein Signal und da ein Signal. Kann man so machen, dann brauchen wir hier keine. Okay, und dann geht das, wo fährst du lang? Du fährst da rein, wir fahren hier lang. Dann haben wir hier ein Signal. Düsen hier raus. Das Ganze ist noch eingleisig. Ich hoffe, das ist nur so, weil wir, ich fange mal hier oben an, weil wir die Signale noch nicht haben. Sonst müssen wir nochmal kurz gucken. Also, an Signalen bräuchten wir folgendes. Mal einmal hier bei der Weiche. Aha, schon ist es zweigleisig. Okay, und dann bräuchten wir hier das Gegensignal. Das wäre dann hier auf der Brücke, würde ich vorschlagen. Auf der richtigen Seite vorzugsweise. Dann kommen die Blöcke. Einmal hier. Dann hier unten. Man sieht schon, ich übertreibe nicht mit Signalen. Wir werden hier nicht 10.000 Züge installieren, sondern einfach ein paar. Da hier noch, dann hier rüber. Dann hätten wir gerne hier nochmal Signale. Und hier vorne beim Bahnhof. Aha, das ist eh relativ cool. Machen wir das so. Gleich auch noch Signale hin. Und hier wird es dann eingleisig, das ist auch okay. Dann machen wir hier noch ein Ausfahrtssignal, wenn ich dich hinkriege. Okay, hier haben wir keine, weil es einspurig, also eingleisig ist. Nicht einspurig. Und hier haben wir das Signal da vorne und da haben wir das. Das funktioniert alles soweit. Okay, jetzt muss ich gucken, ob ich die Lokomotive finde. Beziehungsweise wir bräuchten hier natürlich noch einen Zug. Aber da kommen wir nicht. Kommen wir da auf unsere Linie rauf? Das ist schon ein mutiges Gleis hier. Doch, doch, da kommen wir aber tatsächlich hier rauf. Das können wir machen. Ja, dann machen wir das doch glatt mal. Kaufen wir dich hier. Aber Moment, auf der Seite bräuchten wir dich. Züge kaufen. Jetzt, wenn ich noch wüsste, wie die Lokomotive heißt. Ich werde aber rausfinden, wie sie... Also nee, ich werde nicht rausfinden, wie sie aussieht, sondern ich weiß, wie sie aussieht. Wenn ich sie gleich finde, nehmen wir die. Und sonst gucken wir wegen einer anderen, weil eben, die macht sowieso nur 100 km/h. Ich finde die aber von der Optik her dermaßen schön. Ich habe die gesehen und gedacht, oh, die muss auf unsere Anlage. Wo ist die? Mal gucken, wahrscheinlich wieder am Ende. Es ist definitiv... eine Lokomotive mit Oberleitungen, also mit Strom. Das sind ja keine Oberleitungen. Oberleitungen stehen auf der Schiene. Ah, wo bist du? Da, ÖBB 1163 gedreht. Die nehmen wir mal. Halt, bevor ich irgendwie eine neue Lokomotive kaufe. Nein, 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 nein. Sicher ist sicher. Einmal gespeichert und gut ist. Wobei gut ist auch nicht, weil wenn es abstürzt, muss ich wieder laden. Das dauert auch ein Momentchen, aber ist besser, wie wenn ich nochmal alles bauen muss. Also, wir nehmen gerne dich mal. Und das funktioniert sogar prächtig. Und jetzt bräuchten wir Güterwagen, die Food transportieren. Warum nicht gleich mal die? Die passen doch irgendwie zu dieser Lokomotive. Also, Lebensmittel. Zack, zack. Dann machen wir noch welche von denen hier. Lebensmittel. Und dann machen wir noch... Moment. Welches ist hier der hinterste Wagen? Ohne Bremserhaus. Wir nehmen den mal noch. Dann haben wir... kein Ellenlangzug und ja, auch keinen fürchterlich schnellen, sondern einfach nochmal einen schönen Güterzug hier. Okay, machen wir davon mal
3 Stück. Ist eher eine krumme Zahl. Normalerweise machen wir eine gerade. Aber jetzt machen wir mal 3 Stück. Gut, Linie zuweisen. Food für Ehrenberg. Und dann können wir auch schon rausdüsen. Beziehungsweise, wir müssen natürlich warten, weil hier ist gerade Betrieb. Das könnten wir jetzt so lösen, wenn wir hier Signale setzen würden, hätten wir Vorfahrt aus dem Depot. Und wenn wir das Signal hier hinstellen, dann haben im Prinzip alle anderen Züge Vorfahrt. Ich würde sagen, wir lassen es mal, wie es ist. Er kommt eh daher gefahren. Und jetzt bin ich gespannt, ob die wirklich so schön ist, wie sie aussah. Ja, jetzt kommt er genau nicht daher. Okay. Ich habe mich überreden lassen. Zack, einmal Signal und schon kommt er. Na? Klingt schon mal cool. Oh, das ist doch wirklich einfach eine extrem schöne Lokomotive. Mir gefällt die extrem gut. Ja, jetzt wird es ein Momentchen dauern, bis wir auf unser Gleis kommen, weil man sieht schon, hier ist ordentlich Verkehr. Auch mit den Lastwagen da oben, die über die Steinbrücke düsen. Aber auch wieder ein schönes Bild. Es ist einfach, wenn Züge eine Kurve fahren, das sieht einfach sowas von cool aus immer. Oh, wir können fahren. Wisst ihr was, da steigen wir doch glatt mal noch schnell ein. So, ist zwar die falsche Richtung. Wie machen wir denn das jetzt? Weil im Prinzip, wir wollen eigentlich die Strecke in die andere Richtung befahren, weil das natürlich besser aussieht. Wenn ich dich jetzt hier drehe, was machst du dann? Kommst du dann auf dein Gleis? Nein, noch nicht. Wir müssen ein Momentchen warten, dann drehen wir dich. Und dann werden wir dich auf dein Gleis begleiten, weil die Strecke kennen wir eh schon, ganz klar. Wir kennen die andere noch nicht. So, Moment, jetzt sind wir von der Weiche runter. Kein Weg, elektrisch. Ach was. Haben wir hier irgendwie ein Problem? Ach, der kommt hier. Nee, der kommt hier tatsächlich da nicht rauf. Ja, funktioniert nicht. Okay, wir lassen dich laufen. Ja, ich dachte, wir könnten hier vielleicht noch die Weiche aktivieren. Aber das funktioniert definitiv nicht. Haben wir denn hier? Ja, hier haben wir ein Signal. Ja, okay, gut. Dann müssen wir den da hochdüsen lassen. Ich gucke auf die Uhr. Ein bisschen Zeit hätten wir noch. Wisst ihr was? Wir machen mal etwas, was wir nicht jeden Tag machen. Wir geben Vollgas. Sieht dann völlig Panne aus. Aber dann haben wir den Zug hier oben. Und dann können wir nämlich mit dem noch mitfahren. Bis nach Ehrenberg. Ich mag diese Lokomotive. Ich weiß nicht warum. Ich finde die Farbgebung sehr, sehr cool. Und auch sonst. Das ist einfach ein schönes Teil. Sieht relativ modern aus. Ist aber trotzdem irgendwie so vom Stil her irgendwie eine Rangierlok. Sehr nett. Oh, Flugzeug. Ach ja, ihr seid ja auch noch hier. Genau, den Flughafen haben wir ja auch noch nebenan. Hier wieder der Zug mit den coolen Wagen. Den mag ich halt auch. Ach, was mag ich denn auch nicht an dem Spiel? Ich weiß es auch nicht. So, wir steigen ein und düsen mal mit. Ich gucke nochmal auf die Uhr. Doch, das passt. So, hier einmal rüber wechseln, bitteschön. Und los geht's. Da passen die Gleise eben doch, weil eben diese Lokomotive sowieso nur die 100 schafft. Brauchen wir hier auch keine Hochgeschwindigkeitsgleise. Den Strom hingegen, den brauchen wir natürlich, da es eben eine Elektrolok ist. Und die Strecke, wie gesagt, die kennen wir. Das haben wir, wann haben wir das gebaut? Vor geschätzten 100 Folgen vielleicht, plus minus. Hier ist das Tunnel und den Weg darunter. Aber schön, dass wir den jetzt hier später halt jetzt nochmal weiter nutzen können. Das ist natürlich schon cool. Können wir fahren? Haben wir Vorfahrt? Sieht fast ein bisschen so aus. Ja, jetzt muss man zwar bremsen. Nein, wir haben Rot. Die andere ÖBB mit World Record. Die hat Vorfahrt. Die haben auch Vorfahrt. Aber schön. Ah, ich mag einfach auch, wenn... Wie soll ich sagen? Ich mag es sogar, wenn wir stehen. Wenn dann die Züge entgegenkommen, das ist aber auch schön. Kann mal jemand nachzählen, wie oft ich in einer Folge sage, ich mag's oder ich mag das, ich mag jenes? Wahrscheinlich minütlich. Aber es ist halt auch so. Ich mag es halt nun mal. So, hier haben wir ein eigenes Gleis. Das heißt, hier können wir fahren. Und wir haben hier auch nur eine Durchfahrt. Also von daher werden wir relativ schnell da oben sein. Auch wenn wir nur die 100 drauf haben. Ja, Güterverkehr. Was man auch mal noch machen könnte. Ja, jetzt kommen wieder die Ideen. Haben wir nur so einen Rangierbahnhof. Wo eigentlich nichts passiert, außer dass die Züge rumrangieren. Das könnte man eigentlich auch mal noch bauen. Vielleicht ein bisschen außerhalb. Na, mal gucken. Wir haben noch genug anderes zu tun. Jetzt kommt dann das Betriebswerk an die Reihe. Personenzüge kommen an die Reihe. Und hier oben in Ehrenberg
hätten sie auch gerne noch was anderes. Nicht nur Nahrung und Baumaterial, haben sie gesagt. Deswegen werden wir schauen, dass wir da dann auch noch was hinkriegen. Aber eben, das verschieben wir noch ein bisschen. In der nächsten Folge werden wir ziemlich sicher Betriebswerk machen und Personenzüge. Das da links war, glaube ich, gerade der Monsterzug, der da durchgefahren ist. Haben wir gerade noch das Ende gesehen. So, einmal über den Fluss rüber. Und dann hier eine fette Kurve. Wir haben 86 km. Die Wagen sollten eigentlich nicht bremsen. Aber so wie wir gebaut haben, das bremst dann doch ein bisschen. Man sieht, das sind Kurven, die kann er dann doch nicht mit 100 km/h nehmen. Muss er ja aber auch nicht. Aber jetzt kann er hier eigentlich wieder Gas geben. Hier in dieser Ebene, die uns wegführt vom Fluss in Richtung Ehrenberg rauf zu den vielen Brücken. Und jetzt haben sie noch mehr Brücken. Jetzt haben wir noch was hingestellt. Ja, nicht schlecht. Brückenlastige Städte sind halt auch cool. Mir gefällt auch in Heisenberg City der Güterbahnhof mit den Brücken. Finde ich cool, wenn so ein Bahnhof in den Tunnel reingeht direkt. Das haben wir ja auch. Oder eben direkt auf Brücken rauf. Ist dann mal was anderes wie immer nur, ja, dieses Normale, dass man halt einfach geradeaus rausfährt, auf der Erde sich befindend. Ist irgendwie cooler mit Brücken. So, Tunnel. Und da vorne sehen wir sie schon, die Brücken. Wo wir es doch gerade von Brücken hatten. Und da rechts sehen wir auch die Autobahn. Das ist eigentlich auch nur eine Brücke. Also von daher, dieses Städtchen, dieses Ehrenberg ist tatsächlich eine brückenlastige Stadt. Nicht nur was die Züge angeht, sondern auch was die, ja, LKWs und so weiter angeht. Also zumindest die Autobahn da hinten. Nett. So, jetzt holen wir Schwung, weil wir müssen jetzt Höhe gewinnen, damit wir da auf die Brücke raufkommen. Genau. Auch interessant, wenn man rechts so guckt, diese Konstruktion wieder, einfach über die andere Brücke rüber. Ja, Transportfieber macht es möglich. Bei Trainfieber hätten wir da schon wieder Riesenprobleme gehabt. Das wäre wahrscheinlich je nachdem gar nicht gegangen. Hier kann man tatsächlich einfach bauen, wie man will. Wie man lustig ist. Völlig sensationell. Immer noch. Und einmal mehr. So, 40 km/h, das ist okay. Das ist verantwortungsbewusst im Bahnhofsbereich. Und der quietscht und macht auch wunderbar. Da frage ich mich dann jeweils, sind das die Wagen oder ist das die Lokomotive mit diesem Sound? Keine Ahnung. Cool wäre natürlich noch, wenn man das bei den Gleisen integriert hätte. Dann hätte man tatsächlich bei jedem Zug, egal welche Lok es ist, egal welcher Wagen es ist, hätte man diese Geräusche. Aber okay, jetzt haben wir die Gleise so, wie sie sind. Bitte nichts mehr dran machen. Nicht, dass die Performance wieder schlechter wird. Wir haben grün. Wir können reindüsen. Und Kollege Esso kann auch reindüsen, so wie es aussieht. Ah, schön. Hallöchen. Rechts noch der LKW. Ja, so stelle ich mir eben eine Einfahrt vor in einen Bahnhof, indem man im Prinzip links und rechts noch begleitet wird. Sehr schön. Der müsste jetzt aber langsam bremsen hier, der Kollege. Macht er auch. Sonst wird es dann eng mit da hinten. So, wir stehen und ich gucke auf die Uhr und jawohl, die Zeit ist leider schon wieder rum, aber das gilt nur für heute. Morgen ist ja der nächste Tag und morgen geht es wieder weiter hier. Danke fürs Zusehen, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns dann eben morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.